Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch zu Spin Tires. Mit am Start ist der Toni. Hallo. So, für alle, die jetzt wissen wollen, wie weit wir jetzt sind. Wir befinden uns jetzt hier auf der Karte, hier unten. Genau. Dieser LKW, den habe ich auf die Seite gelegt, aber das streichen wir einfach mal. Wir werden jetzt in die Straße hier entlang fahren, bis zum Ziel. Toni hat 4 Holzpunkte, ich habe auch nochmal 2, also sollte reichen. Dann gehen wir mal zur Straße hier hin. Ach man, das ist eine Steuerung. Wir werden diesen Weg hier nochmal langfahren zur Verdeckung und dann das letzte Fahrzeug freischalten. Und dann, Toni fährt vor, genau, weil der sich auskennt. Und jetzt geht's los. Ich habe hier den Tanker genommen. Boah, der sah ganz lustig aus. Und diesen Anhänger. Ja, falls Toni unterwegs mal ein bisschen Holz verliert. Oder in der Sprit ausgeht. Der rast schon wieder vor, ja. Aber wie er sich da freut. Mensch, wir essen zeitig. Ja, wir essen zeitig. Wir haben es gleich halb 10 durch. Also, wir haben heute den 30.12. Wenn ihr das seht, dann wird wahrscheinlich schon Neujahr sein. Und Dutzende von Nachrichten werden wir gekommen sein. So wie, guten Rutsch! Was für Vorsätze hast du? Gar keine! Wen ja Videos machen für euch. Naja. Natürlich nicht, Mann. Nicht, dass dann irgendwelche Leute es wieder einen falschen Hals bekommen. Oh, er macht weniger Videos. Nee. Es wird dann immer wieder so einen Exoten geben wie ihr den Spin Tires, ja, wo wir dann einfach mal, wo es ein paar Wochen einfach ja, zwischendurch mal Spin Tires gibt. Dann wird mal wieder eine Runde Ruhe sein. Und dann gibt es mal wieder Spin Tires. So eine Art. Soll jetzt nicht ein fester Plan werden hier. Wir wollen erstmal hier, ja, gucken, wie lange das hier läuft. Wie es auch bei euch ankommt. Ne, man muss ja auch nicht alles gleich tot spielen. Ne? Deswegen machen wir hier eine Runde Spin Tires. Genau. Ja, und wenn ich denn nur mal für alle, die es so interessiert, wenn ich denn zum Beispiel bei Holzhausen erstmal fertig bin, ich möchte da nicht unbedingt 60 Folgen machen, Holzhausen, so wie mit Bantico, wenn es dann, weiß ich, 40 werden, ja, dann kann auch mal ein paar Wochen Ruhe sein mit Landwirtschaftssimulator und dafür kommt dann Spin Tires oder halt ein anderes Simulationsspiel. Ihr werdet ja schon gesehen haben, welche Simulationsspiele die Top 5 von mir. Wenn nicht, dann einfach auf dem Kanal vorbei dödeln. Die Spiele werde ich durchaus bringen. Was ist los? Vorbeigefahren. Boah. Besser. Ich hab dich. Ich hab deiner bezaubernden Stimme gehorcht. Denn was machst du jetzt eigentlich? Ich weiß noch nicht. Also muss ich jetzt lang. Mach einfach hier durch. Ey, du machst mir Angst, Bengel. Oh. Ey, da steht ein beschissener Baum und du hämmerst gegen. Wo willst du da langfahren? Lass mich mal. Lass mich mal machen. Oh. Wo willst du eigentlich hin? Na, zum Ziel. Ist ja nicht ein einfacher, du hättest auch jetzt weiterfahren können, oder? Ja, ich nehme nie den einfachen, ich nehme immer den schwereren Weg. Du bist wirklich. Nee. Knaller, ich weiß. Du bist wirklich ein richtiges Osterei. Ihr hättest drin fahren können. Ihr bist außerdem schon mal lang gefahren. Ich sehe doch deine Modderspuren hier. Was du? Hier war ich noch nie gewesen. Ja. Du wolltest irgendwas sagen mit Top 5 oder so? Ach so, ja. Danke, Toni. Ja, die Top 5. Da habe ich quasi die Spiele. Guck mal, da kommt der Toni angefahren, ja. Und der ballert da lang das Holz, das knallt hin und her. Warte mal. Geh weiter, ich überlege. Ja, ich will auch weiterfahren. Und ja, die Spiele werde ich definitiv dann bringen. Denke ich mal, und dann müssen halt andere mal ein bisschen ruhen, ne?
Ich weiß, jetzt werden einige sagen, nein, bloß nicht den Euro Truck Simulator oder du wirst da jetzt über den Knüppel darüber kommen, blöder LKW. Alter, warum willst du nicht über den Knüppel rüberkommen hier? Mein Anhänger will über den Knüppel nicht rüber. Das kann nicht wahr sein. Meine Güte. Weil Toni wieder im ollen Baum um mir fahren hat. Ey, jetzt hänge ich hier, ey. Ich dreh durch. So ein Scheißspiel. Nein, Sprinter ist gut. Ich hänge hier am blöden Knüppel. Oh oh. Oh, leck mich am Arsch und sag mir immer oh oh. Oh oh. Ja, so knacken hier überall. Ey. Ich komm hier. Das ist doch Kacke. Scheiße. Wollen wir den Anhänger jetzt erstmal abmachen oder so? Vielleicht werden wir besser. Nein, mach nicht. Warum? Der verliert das Holz. Ach so? Ja. Ey, ich hab mich jetzt richtig verkeilt hier, das glaubst du gar nicht. Und ich hab hier, nur wegen so einem blöden, beschissenen Knüppel, komme ich hier nie raus. So, warte mal. Winde an. Ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wieso werden die Winde? Winde lösen? Winde. Warum werden die Winde nicht gehen? Du? Ja. Ich hab da ein Problem. Ey, leck mir am Arsch, ich muss hier selber rauskommen. Dann nimm einen anderen LKW und schieb die raus. Ich hab selber ein Problem. Dann verliere ich ja das alles hier. Wenn ich hier rauskommen würde, weißt du? Mann, warum will die Winde jetzt nicht lösen hier? Warte mal. Habe ich hier irgendwie noch einen anderen Baum hier? So, warte mal. Wir machen es mal anders. Ziehe ich eigentlich nochmal die Winde ein? Mit Controller oben links. Oben links. Ach man, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ah! Oh, der hat's geschafft! Der hat's geschafft! Ja, der hat's geschafft, den Knüppel. Ah, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie war nochmal den Scheiß konnte die Winde einfahren. Ach, da bist du! Oh oh. Du sollst es machen und der Papa kommt. Wieso musst du eigentlich auch immer so eine Behindertenwege fahren? Ich denke, du warst schon mal hier. Oh, ich hänge richtig. Du, pass auf. Junge, eigentlich müsste ich versuchen, erstmal hier durchzukommen. Um das Holz in den Anhänger. Ich hänge hoch. Was ist denn hier los? Ey, komm, Kilometer mehr weiter. Ich hab's geschafft. Gott, bin ich gut. Ey. Ich sitze irgendwo off. Ich werd, glaube ich, LKW-Fahrer. Ja. Bist du mich los? Ja, wird ja auch Zeit, Mann. Na, das werden wir nächste Woche sehen. Leck mich am Arsch, Mann. Ich komme hier schon wieder nicht raus hier. Ey, wieso ist denn hier schon wieder so eine Scheiße? Weil ich deine Pisse hier nachfahren musste. Und was machst du denn so? Ey, das ist nicht der Ernst, oder? Schön, kein Anschlagpunkt. Was? Was? Kein Anschlagspunkt. Wie war's, kein Anschlagspunkt? Dummer Stein. Oh, alter Schwede, ey. Das ist doch nicht normal, wie wir hier langfahren. Achtung.
Und? Schafft. Haben wir geschafft? Ja, Ziel ist erreicht. Jetzt fährst du zur Straße vor, oder wie willst du? Naja, da hinten muss noch ein Weg sein. Aber erstmal muss ich hier rauskommen. Wird dir helfen. Ja, na logisch. Wie heißt das? Leck mich und helf mir! Okay. Alter, wie hängst denn du da? Naja, hier ist eine olle Klamotte, die hast du freigefahren. Was so clever war, dass ich hier reinfahre? Du weißt doch, wir sind dämlich. Fahr mal nicht weiter, fahr mal nicht weiter. Ich guck mal, ob ich die Winde rankriege an dein Kfz. Ja, warte, halt! Nimm an! Warte. Ah, es geht doch viel besser, Mann, ey. So. Ich löse mal. Jetzt fahr mal weg. Und da hinten muss doch noch irgendwo ein Weg sein. Kannst du den Anhänger nicht einziehen? Ich kann dich mal einziehen, den kannst du nicht einziehen. Es gibt doch einen Anhänger, den kannst du einziehen. Der ist eingezogen. Boah, da viel Spaß mit der Kerbe hier vorne. Ja, ich merke schon, dass ich hier wieder hier rauskomme. Alter, was machst du da hinten mit deinem Anhänger? Der wackelt da hin und her. Fahr mal nicht so weit weg, ich komm schon wieder nicht raus hier. Mann, Bengel. Na, hier ist ein Knüppel, den hast du wieder hingelegt. Ja, nur um dich zu ärgern. Mach diese Scheißding ab, Mann, den Anhänger oder so. Warte mal, vielleicht komme ich an den Baum da hinten ran. Oh ja, hier, die Fichte nehme ich mal. Hebt doch. Geht's? Ja, es geht. Mal sehen, ob wir noch Zusatzpunkte kriegen, weil ich da auch noch fahre mit Holz. Aber hier steht immer noch Ziel. Warte mal, warte mal, warte mal. Auf was soll ich warten? Jetzt kannst du. Man, der hat echt Probleme hier ein paar Meter hier hochzukommen, ey. Komm, mach, ich hab halt keinen Sprit mehr. Na gut, die auch nicht. Alter. Hat der zu tun hier, der Johnny? Ich tu den Anhänger aber hier abstellen, ey. Das ist mir zu doof. Mit dem Schwein hier rum noch fahren. Soll ich mir die Anhänger hier noch, wisst ihr? Ja, hier Handbremse an. So, und nun? Der zeigt mir nichts. Ja, dann ist vorbei. Ah, toll. Da kannst du nur Anhänger lösen. Mach ich. So, ich muss mal auf die Karte gucken. Ich bin jetzt komplett. Ne, du bist auf dem Weg. Genau, dem müssen wir langfahren. Ja. Ich will ja mal hier wenden auf der Hochachse hier. Und wir gucken, wie ich hier rumkomme. Dann schalten wir den anderen frei und dann, wenn wir jetzt keine großartigen Probleme mehr haben, dann sollte es eigentlich alles klappen hier, ne? Ja, wir haben hier schon mal Holz hingebracht, dann sind sie froh. So, bist du vorgefahren oder was? Na, folge mir mal, hier ist noch ein anderer Weg. Was? Fährst du schon wieder lang? Oh, ich hab nicht mehr viel Sprit. Nee, wir müssen. Warte mal. Fährst du jetzt eigentlich lang? Na, hier durch den See. Wieso fährst du da lang? Weiß kein. Meine Fresse. Nur eine falsche Entscheidung. Hier ist ja schon wieder der Weg. Und weg bist du hier vom Fenster. Ich hab nur noch 60 Liter. Ich habe 110. Da muss man ein bisschen Sprit sparen erfahren. So, wir mal gucken, wo bin ich jetzt? Ja, haben wir das da oben alles freigeschaltet? Toni, du musst. Da oben ist das Fahrzeug, ne? Ich muss erstmal tanken, ey. So. Ich frag mich sowieso, warum die Karre denn leer ist, ne? Wenn wir den hier
Vielleicht musst du den wirklich erst bei der Tanke erst tanken. Bin jetzt bei der Werkstatt. Mal sehen, ob ich da irgendwas machen kann. Ist der da zurückgespawnt oder was hast du gemacht? Hm? Ach, das geht? Ja, Doppelklick auf die Werkstatt. So, warte mal. Hier stand irgendwas tanken. Ach so, da hätte ich vorhin mit den anderen, auch wenn er festgefahren wäre, ach so, wir haben ja nicht Hardcore drin, wisst ihr? Wie kann ich jetzt hier tanken, das Schwein? Ja, wir können nur mal gucken, dass du mal zu einer Tankstelle, zu einem Kraftstoff-Dings fährst. Ja, aber es muss doch auch das Ding, ja, wahrscheinlich geht das nur so. So, ja gut, lass uns mal das Auto hier freischalten. Mal gucken, was für eine Karre das ist. Und dann soll es doch erstmal hier genug sein. Boah, geil, wie ich hier lang presche. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie im Multiplayer speichern können. Ja, wer ist denn? Oh, nee. Warte. Hab ich. Warte, du bleibst da stehen. Ich will gucken, was für ein Auto das ist. Das ist der gleiche, den wir jetzt schon haben. Ach so? Und sowas ähnliches, ja. Also was ähnliches ist nicht das gleiche. Mann. Oh, Schaden. So. Wo bist du denn jetzt da reingefahren? Ach, den Weg, ne? Immer den Weg lang. Aber der hat ganz schön zu tun hier mit dem bisschen, mit dem Spritanhänger, obwohl er leer ist. Ich bin jetzt hier an der Kreuzung irgendwie. Ach so. Ach da. Ah, da ist er ja. Nee, ist eine ganz andere Karre, Mann. War ich doch, ist ein anderer. Cool, das ist der neuere. Der neuere von dem, den ich habe, den Nachfolger, weißt du? Von den Ural. Also hast du den Vorgänger? Ich habe den Vorgänger, genau. Und der hat hier das neue. Das sind die Karren, die wir mal gesehen haben von den Russen. Wo die Dinge eingeführt wurden. Ja, da haben wir immer Nägel auf die Straßen gemacht. Wenn immer Sommer war und der Straßenbeton oder Asphalt so ein bisschen weich, da haben wir mal 100er Nägel reingemacht. Die Russen mal Kolonie gefahren sind. Ach, da waren wir schön gemein. So, ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Mal sehen, ob wir hier mit der Map dann mal weitermachen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie es aussieht bei euch. Wollt ihr mehr Spin Tires sehen? Ich habe ja gesagt, dass es nicht jetzt hauptsächlich kommt, immer so, wie es halt läuft. Und gerade läuft der Rechner noch. Und deswegen wollen wir es mal nicht beschreien. Machen wir Bene im Fisch. Ne? Und haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.